Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Mitesser oder auch Komodonen sind kleine schwarze Punkte, die überwiegend an der Stirn, der Nase und dem Kinn vorkommen, aber auch im ganzen Gesicht, bei fettiger Haut und sogar am Rücken. Mitesser entstehen, wenn bei erhöhter Talgproduktion der Haut sich der Kanal der Talgdrüsenfollikel übermäßig verhornt. Dabei verstopfen die Hornlamellen, die für den Abtransport des Talges verantwortlich sind, und verschließen den Drüsengang vollständig. Der so entstandene Propf wird als Mitesser bezeichnet. Tritt dieser Propf an die Oberfläche, oxidiert und färbt er sich schwarz. Dies geschieht, da das eingelagerte Melamin mit Sauerstoff reagiert. Unterhalb der Porenöffnung erscheinen Mitesser als weiße Knötchen, auch Pappeln genannt. Diese werden als geschlossene Mitesser bezeichnet und sind erhabene Verdickungen der Haut. Geschlossene Mitesser neigen zu schmerzhaften Entzündungen und eitrigen Einschmelzungen, da der Druck nicht nach außen entweichen kann. Die Hauptursache, warum Mitesser entstehen, sind Stress, hormonelle Veränderungen, unreine Haut, Kosmetika, Rauchen, Alkohol und Koffein. Heute stellen wir euch 8 einfache und natürliche Wege vor, um Poren zu reinigen und Mitesser loszuwerden. Viel Spaß! Nummer 1. Tomaten. Tomaten sind ein großartiges Hausmittel, um Mitesser zu entfernen, da diese natürliche antiseptische Eigenschaften haben, die Mitesser austrocknen lassen. Für die äußere Anwendung nehme eine kleine Tomate, schäle und püriere diese. Die pürierte Tomate trägst du vor dem Schlafen auf betroffene Areale auf und lässt sie über Nacht einwirken. Wasche am Morgen das Gesicht gründlich mit sauberem Wasser. Nummer 2. Zitronen. Auch Zitronen sind bei der natürlichen Behandlung von Mitessern sehr wirksam. Nehme eine kleine Schüssel und füge einige Tropfen Zitronensaft und Salz hinzu. Anschließend vermischst du beide Zutaten. Wasche dein Gesicht mit warmem Wasser und behandle dann die Mitesser mit der Mixtur. Lasse diese für ca. 20 Minuten einwirken und wasche dann dein Gesicht erneut mit warmem Wasser. Nummer 3. Viele kennen vielleicht die austrocknende Wirkung von Zahnpasta auf Mitesser. Trage eine dünne Schicht Zahnpasta auf die Mitesser auf und lasse diese für 25 Minuten wirken. Wasche anschließend dein Gesicht mit warmem Wasser. Wiederhole die Anwendung für 2 Wochen, um frei von Mitessern zu sein. Nummer 4. Honig. Honig hat antiseptische Eigenschaften, die wahre Wunder im Kampf gegen Mitesser sind. Trage Honig auf betroffene Gebiete auf und wasche die Rückstände nach 15-minütiger Einwirkzeit mit warmem Wasser ab. Nummer 5. Backpulver. Backpulver hat eine reinigende Wirkung und bindet Öl und Schmutz, die Ursachen für Mitesser sein können. Nehme Wasser und Backpulver. Verrühre beides zu einer leicht dickflüssigen Masse und trage diese auf die Mitesser auf. Nun lässt du die Masse einige Minuten einwirken, bis diese trocken ist. Anschließend reinigst du dein Gesicht mit warmem Wasser. Nummer 6. Haferflocken. Eine Mischung aus Haferflocken und Joghurt ist gut für die Haut und hilft, Mitesser zu bekämpfen. Mische 2 Esslöffel Haferflocken mit 3 Esslöffeln Joghurt. Füge 1 Esslöffel Zitronensaft und Olivenöl hinzu. Vermische alle Zutaten miteinander, bis sich eine Paste bildet. Trage nun die Mischung auf das Gesicht auf und belasse sie für 10 bis 15 Minuten dort. Nach der Einwirkzeit wäschst du dein Gesicht mit kaltem Wasser ab. Nummer 7. Eier. Auch rohe Eier sind ein wirksames Hausmittel, um Mitesser loszuwerden. Nehme 2 Eier und trenne Eiweiß und Eigelb. Das Eiweiß schlägst du auf und mischst es mit einem Esslöffel Honig. Trage diese Mischung auf die Mitesser auf und lasse sie für 30 Minuten dort. Danach kannst du die Rückstände mit warmem Wasser abspülen. Nummer 8. Zimt. Nehme zu gleichen Teilen Zimt und Limejuice. Gebe beide Zutaten in eine Schüssel und verrühre sie zu einer dicken Paste. Trage diese Paste auf betroffene Stellen auf und lasse die Mixtur über Nacht einwirken. Am Morgen reinigst du die Stellen mit warmem Wasser. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht ist das eine oder andere Rezept zunächst einmal gewöhnungsbedürftig. Wir würden uns dennoch freuen, wenn ihr eine oder mehrere dieser Anwendungen ausprobiert und eure Erfahrungen mit uns teilt und einen Kommentar hinterlasst. Euch hat unser Video gefallen? Dann unterstützt uns mit einem Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden. Um keine weiteren Rezepte und Tipps rund um das Thema Gesundheit zu verpassen, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns bald wieder.